Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Deezer Date Video auf meinem Kanal. Vielleicht erinnert ihr euch daran, letztes Jahr auf der IAA in Frankfurt war ich mit dieser Oscar und wir haben uns verschiedene Elektroautos angeschaut und darunter auch den Polestar 2, ein Oberklassefahrzeug aus der Volvo-Familie, das dem Model 3 oder vielleicht auch dem Model S Konkurrenz machen möchte. Wir saßen damals drin, fanden es ganz spannend, haben uns erklären lassen, aber was wir damals nicht tun konnten, ist fahren, denn so weit waren die damals noch nicht. Es hat jetzt noch ein Jahr gedauert, aber heute ist es soweit. Ich bin auf dem Weg nach Hamburg und ich bin in 20 Minuten verabredet zu einer Probefahrt mit dem Polestar 2 und da nehme ich euch mit und wir schauen uns den mal ganz genau an. Ja, und schon geht's los. Ich stehe hier vor dem Polestar 2 in der Farbe Thunder. Ich zeige ihn euch nachher noch etwas besser, aber ich darf jetzt schon mal gleich ansteigen. Willkommen zu Ihrer Polestar 2 Testfahrt. Dankeschön. Ich finde dieses Logo ja sehr hübsch, muss ich sagen. Ja, man hat hier ein bisschen mehr als beim Model 3. Hier auch ein Pad, was man sehen kann. Okay, das ersetzt den kleinen Hebel, den ich kenne. Gut, zu trinken gibt es nur für ein was, das ist okay. Und was natürlich schon mal gleich auffällt, diese Gewohnheit müssen wir nicht aufgeben. Auch oben ist schon wieder schön Glasdach. Und ansonsten auf den ersten Blick Materialien wertig robust, aber jetzt auch nicht luxuriös, würde ich sagen. Schick finde ich hier die gelben Sicherheitsgurte, die finde ich sehr witzig. Genau. Und ansonsten bin ich mal gespannt, wie die Probefahrt verläuft und hoffe, es kann losgehen. Okay, hier kann ich schon mal Rekuperation einschalten. Das ist sehr hübsch. Gut. Die Assistenten an- und ausschalten, die ausschaltbar sind. Manche kann man nicht ausschalten. Okay, ansonsten habe ich ja hier dann den Tempomat später, ne? Genau. Genau. Das ist sogar Adaptive Cruise Control. Okay. Das heißt, sie haben den Abstand, halten den Abstand zum Vordermann und fahren auch dann schneller, wenn der Vordermann schneller fährt. Da gibt es einen Kaffee? Genau, wenn sie jetzt zum Beispiel stark wackeln oder ihr Fahrverhalten als verdächtig müde angesehen wird, dann sagt er, hier, lieber Fahrer. Verfolgt meine Augen sozusagen. Genau. Also muss ich sagen, schon mal sehr übersichtlich. Also man versteht schnell, um was es geht, muss nicht lange sich in irgendwelchen Menüs zurechtfinden. Ein Pedalantrieb, kann ich das noch verstehen? Ja, wenn Sie es ausschalten, ja, dann rekuperiert er nicht und Sie werden gleich merken, dann bremst er auch nicht. Dann gleitet er einfach weiter wie ein Verbrenner. Ich finde ja die Farbe von den Sicherheitsgurten schick. ich will ja rückwärts fahren, genau. Da geht auch automatisch, eine Übersichtskamera an. Okay, dann kann ich jetzt praktisch die Rückfahrkamera auswählen. Sehr gut. Okay, der ist nicht ganz so wild, ne? Wenn man drauf drückt, dann ist er erstmal vorsichtiger. Ah, Warngeräusche, genau. Etwas angenehmer, als ich es gewohnt bin. Ah, genau, das ist der Knopf, an dem ich normalerweise den Gang umschalte. Deswegen habe ich gerade den Scheibenwischer angemacht. Hier sieht man eben gleichzeitig nochmal das Navi, das ist ganz angenehm. Das ist ja das, was wir nicht haben. Wenn Sie sagen, führe mich nach München, dann zeigt das Navigationssystem sofort alle möglichen Tanksäulen an, Zapfsäulen an, mit dem taktisch besten Punkt und der Zeit, die Sie verbrauchen, während Sie dort rausfahren, und dem Akkustand, den Sie erreichen, wenn Sie dort sind. Okay. Kann das Navi dann auch Zwischenziele auf der Fahrt? Ja. Das kann nämlich das von Tesla nicht. Ja. Habt den Eindruck, dass er ein bisschen defensiv beim Gasgeben ist? Ist das was man einstellen kann? Ja, wir haben auch einen Sportmodus. Sie können zum Beispiel das Lenkgefühl ändern. Also Sie haben im Moment praktisch 100, bis 100%, genau. Also ich kann hier dann... Genau so, ja. Okay, ja genau. Dass ich nur auf 80% lade, ich lasse es Ihnen aber trotzdem auf 100. Also die Batterie wird angewärmt sozusagen, genau, damit sie nicht so schnell kaputt geht. Ja. Welchen Ladeanschluss hat es? CSS? Ja. Sie können bis 150 Kilowatt laden, ja, und Sie können bei einer Wallbox bis 11 Kilowatt laden. Mhm. Genau, aber es lädt praktisch, das ist der CSS-Stecker, heißt es glaube ich, schnurloser Telefonlader. Also das gibt es hier auch. Kann man das hier ein- und ausschalten oder? Ah, okay. On, off. Na gut. Und 200, 205 geht er, glaube ich, auch, ne? Genau, bei 205 ist abgeriegelt. Mhm. Gut, ich beschleunige nochmal gerade auf dem Rückweg, ne? Okay. Ja, mal kurz hier auf 90 beschleunigt. Ja, hat Kraft natürlich mit den zwei Motoren. Genervt, wenn das WLAN ausfällt. Schön, schön, schön. Okay, Google, Musik aus. Also bei Polestar ist das ja ein komplett neuer Vertriebsweg. Das geht nur online bestellbar. Ja. Und in der Konfiguration kann man eigentlich nur diese Grundausstattung, wie Sie sie hier auch sehen, außer der gelben Gurte, ja, was eigentlich eine Vollausstattung ist, beziehen. Das Einzige, was man ändern kann, ist Interieurdesign. Mhm.
Ledersitze, die dann auch belüftet sind, warm und kalt. Ja. Außenfarbe und Anhängerkupplung. Okay. Und die Anhängerkupplung, das ist auch selten bei E-Fahrzeugen, hat eine Zuglast von 1500 Kilogramm. Und es gibt auch keine Variante mit einem Motor? Es wird nächstes Jahr eine kleinere Version rauskommen. Mhm. Ich kann Ihnen aber noch nicht sagen, ob das eine zweimotorige Version wird oder einfach nur eine abgespeckte Batterie mit kleinerem Motor. Und der Wagen, der nächstes Jahr rauskommt als kleinere Version, soll auch unter 40.000 Euro kosten. Unter 40.000? Oh, also vor den Abzügen, ne? Ja, dann wird es interessant. Alle Materialien, die Sie hier drin sehen, ist recycelt. Also alle Bezüge, Acrylteppiche, ist alles recyceltes Plastik. Ja, spannend hier die Animation. Jetzt würde ich aber dann doch gerne die Kamera haben. So, habe ich das richtig gelernt? Okay. Hier kommt das Ding. Prima, dann würde ich sagen, jetzt gehen wir mal raus und schauen uns das Ganze von außen an. Und ich stelle mir noch mein Auto daneben, damit ich das mal noch sehen kann. Nicht ganz perfekt nebeneinander gestellt, aber doch, man sieht, glaube ich, auf den ersten Blick ein bisschen anderen Charakter. Aber beides schöne Autos, auf jeden Fall. Und ich bin vor allem gespannt, wie er hinten aussieht. Also das, was natürlich zunächst mal das Entscheidende ist, wir haben hier keine Hutablage, die fest verbaut ist, sodass wir, wenn wir umklappen, tatsächlich auf der kompletten Höhe durchladen können. Das ist, glaube ich, so der entscheidende Vorteil. Da habe ich eben hier im Grunde ja, einfach ein kleineres Loch. Ne? Da unten ist auch noch Platz, genau, das kenne ich. Das ist immer ganz schön, da fallen die Einkäufe da nicht um. Er ist wahrscheinlich ein Ticken schmaler, der Kofferraum. Aber dafür hat er halt hier die Höhe dazu. Fahrrad geht auf jeden Fall rein. Schick. Nordpolarstern. Und der leuchtet nachts, ja. Ist immer ein bisschen gemein. Elon Musk hat es vorgemacht und vieles, was er richtig gedacht hat, ist hier auch richtig gemacht. Und ja, man hat natürlich schon ein bisschen das Gefühl, in einem Auto von einer Marke zu sitzen, die schon seit einer Weile Autos baut. Das muss man schon sagen. Ich finde ihn jetzt nicht übertrieben edel, also weil es auch Oberklasse ja heißt, habt ihr vielleicht gesehen, ja, die Materialien sind robust und ordentlich, aber es also jetzt nicht aufregend oder haptisch irgendwie besonders, aber vernünftig. Was er eben auch noch gerade gesagt hat, ist, dass diese ganzen Materialien eben aus recycelten Materialien hergestellt sind, der ganze Innenraum. Das finde ich natürlich eine gute Sache. Ja, ansonsten vieles vergleichbar. Selbe Batteriekapazität, selbe Höchstgeschwindigkeit, selbe Beschleunigung. Wir haben dieses Glasdach. Wir haben natürlich hier zwei Motoren. Das ist dann vergleichbar mit einem Performance-Modell beim Model 3. Also auch entsprechend 19, 20 Kilowattstunden auf 100 Verbrauch. Da bin ich natürlich froh mit meinem untermotorisierten Long Range Rear Wheel Drive, dass der nur 15 braucht. Absolutes Plus aus meiner Sicht. Das Google-System, was sie natürlich hier eingebaut haben. Bewährtes System, was auch funktioniert. Die Navigation deswegen funktioniert. Man auch Zwischenziele setzen kann. Das ist das, was ich immer vermisst habe beim Tesla. Weiterer Pluspunkt, muss ich sagen, ist natürlich der größere Kofferraum mit der größeren Ladeklappe. Wobei ich es jetzt nicht ausgemessen habe. Ich hatte den Eindruck, dass er nicht so breit ist wie im Model 3. Eher ein bisschen schmaler reingeht, dafür aber höher ist. Gut, dann haben wir hier zusätzlich zu dem Pad hier vorne eben die komplette Einheit, wo man nochmal alles sieht. Hier die Geschwindigkeitsanzeige, muss ich gestehen, habe ich auch schon wo gelesen, ist ein bisschen zu klein. Also die habe ich immer mal wieder gesucht beim Fahren, da wo ihr jetzt die Null seht. Ja, das ist nicht wirklich groß und nicht besonders auffällig. Ansonsten, ja, Navi hier ist gut und hier wirklich nur die Sonderfunktion und alles Wichtige sieht man hier. Das ist natürlich, wie man es auch eher bei einem Auto gewohnt ist, wie es bei einem Model S auch aufgebaut ist. Ich mag das Spartanische beim Model 3 mit diesen zwei Hebeln und den zwei Rädchen, wo eigentlich dann alles funktioniert. Hier hat man noch zusätzlich eben das hier und hier. Im Vergleich zu vielen anderen Autos ist es natürlich jetzt nicht viel, wenn ich mir den Golf 8 anschaue. Der hat hier überall noch viel mehr Drehrädchen und alles Mögliche. Da finde ich jetzt das Model 3 ein bisschen ja, effizienter gedacht. Insgesamt absolut eine Überlegung wert. Ihr habt es gehört. Soll eins unter 40.000 rauskommen und ich finde, das ist ein guter Schritt
zur E-Mobilität. Und jetzt kommen schon die nächsten, deswegen steigen wir aus. Ich hoffe, euch hat diese kleine Polestar 2 Besichtigung gefallen. Wenn ja, lasst mir unbedingt ein Abo da, liked dieses Video, aktiviert die Glocke, kommentiert unten, was ihr vom Polestar 2 von Elektromobilität haltet. Da hinten geht schon die Tür auf. Und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Euer dieser Dad.